Hallo allerseits, herzlich willkommen zum mantischen Wochentaroskop. Bitte verzeiht uns, wir sind heute einmal wieder nicht live. Das liegt daran, dass ich in die Oper gehe und jetzt gerade mich von dem wunderschönen Wagner, also Wagner war nicht wunderschön, aber die Musik ist wunderschön, berieseln lasse. Nein, nicht tata, tata, tata. Ich gehe heute in den Fliegenden Holländer und freue mich schon sehr darauf. Roy hat versprochen, live anwesend zu sein und gegebenenfalls auf eure Fragen zu antworten, die sich ergeben. Ne, also wir betreuen natürlich trotzdem unseren Chat. Und in der kommenden Woche, da bin ich mir sehr sicher, werden wir wieder live gehen und vielleicht die eine oder andere Überraschung als Trost für euch bereit haben. Bestimmt. Lieber Roué, ich fange Ja, einfach guten mal an. Morgen, Ja, guten guten Morgen, guten Abend. Abend, guten Mittag, Ja. genau. Wir fangen einfach mal an. Und zwar habe ich mir gedacht, nachdem wir letzte Woche so einen netten Dreier hatten und über Märchen geredet haben, Netten Dreier netten hatten wir. Dreier mit Märchen, werden Ja, wir da war es ein heute Vierer. dieses Thema weiterspinnen. Und ich dachte, wir werden heute einfach erst einmal in mystische Traumwelten einsteigen. Dafür habe ich ausgesucht als Spirit Guide die mystischen Welten von Matthew Hughes. Und Roy, wie ich sehe, hast du schon eine Karte gezogen? Dann stell sie uns doch einfach mal vor. Nein, ich muss natürlich erst noch astrologisch etwas Das wäre loswerden. schön. Also, wir befinden uns in der letzten Dekade des Skorpions. Auch Venus und Merkur sind dort zusammen mit dem absteigenden Mondknoten. Mars ist rückläufig in den Zwillingen noch eine ganze Weile unterwegs. Und was passiert diese Woche? Wir erleben, dass am Mittwoch Venus in den Schützen geht. Diese brüterische, hochemotionale Energie des Skorpions wird dann ein wenig phönixhafter. Am Donnerstag, dem Tag nach Mittwoch, ja, Donnerstag kommt nach Mittwoch, geht auch Merkur in den Schützen. Und ansonsten haben wir am Samstag noch eine kleine Herausforderung. Mars rückläufig in den Zwillingen trifft auf Neptun in den Fischen in einem angespannten Quadrat. Dazu kann man sagen, dass vielleicht der eine oder Traum zerplatzt oder aber wir gerade jetzt die Chance bekommen, uns nochmal richtig anzustrengen, um einen Traum in Erfüllung zu bringen. Dazu passt übrigens sehr gut die 7 der Kelche, die ich gestern im Hofkartenimpuls vorgestellt habe. Schaut euch doch das Video noch einmal an. Astrologisch habe ich alles gesagt. Lieber Roy, du bist dran und darfst uns den Spirit Guide, Christopher sagt übrigens Seelenführer dazu. Ich finde, das ist nicht gut genug gegendert, oder? Nein, 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 nein. Wir bleiben beim Spirit Guide. Dann Never change a pack mal running system. aus. Hier haben wir ihn. Tada! Macht. Ja, Macht. Wir sind in einer Phase, wo wir sehr viel. Bist du sicher, dass das nicht? Ja, das macht. Sehr viel Möglichkeiten in uns spüren, wo wir sehr viel in uns gehen können, wo wir unsere, und ich finde, diese Karte passt sehr gut zu unserer momentanen Phase zwischen den Jahren, zwischen den Zeiten, mit den geöffneten Schleiern, wo wir noch viel tiefer gehen können, wo wir noch sehr viel mehr unserer ganzen inneren Klarheit Ich muss noch mal kurz dich nach unterbrechen. vorne, Die Karte heißt nicht heißt, Macht, sondern Nacht, ne? Nacht, Ja. ja. Ja, aber auch in der Nacht können wir in unsere inneren Seelenführer gehen und uns da in der Traumwelt dahin bringen, wo wir auch unsere Macht haben, nämlich die Macht der Fantasie, die ja in den dunklen Stunden, in der dunklen Zeit, in der wir im Moment sind, auch wunderbar ausleben können. Und ich finde, hier mit dieser Person, mit dieser männlichen
Karte haben wir sehr, sehr eine große Möglichkeit, uns, wir sehen es hier unten so schön, unseren Träumen, unseren Wünschen anzunähern, aber uns auch mit unserer Gegensätzlichkeit eins zu werden. Der Matthew Hughes schreibt als Bedeutung dieser Karte, die du sehr schön beschrieben hast, trotz der Verwirrung, die ich mal wieder gestiftet Alles gut. Wir haben gerade noch abgebogen. habe keine Angst vor der Dunkelheit, grüße die Schatten. Also eine Phase der Schattenarbeit. Auch bin ich völlig bei ihm. Ich finde die auch sehr schön gemacht. Auch der Hintergrund. Ich drehe sie nochmal um. Ich finde die sehr schön mit diesen vier Libellen, die da auch rumschwirren bei dieser Mondkarte. Auch passt sehr gut zum gezogenen Spirit Guide. Gefällt mir sehr, sehr gut und erinnert auch daran, dass wir ja noch wirklich in der Skorpionzeit sind, mit sehr vielen Planeten in Skorpion bis Mittwoch, und dass wir dann so langsam ab Mittwoch in die Schützezeit hochtauchen, hochschwimmen, Auftauchen. auftauchen. Genau. Also wie raus aus dieser Traumwelt, wenn wir am Morgen erwachen oder in der Nacht erwachen und uns nochmal erinnern, was haben wir denn jetzt geträumt? Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, auf zur nächsten Karte, beziehungsweise zum nächsten Teil dieses Taroskops. Und mir fällt gerade ein, dass Es ich wird etwas das Wichtiges Kreisle. vergessen habe. Das Kreisle. Mann, oh Mann, oh Mann, Ist ich denn ein Kreisle da? würde dich bitten, lieber Roé, während ich das Ja, verändere, dass du vielleicht einen Witz ich kann erzählst euch oder. erzählen, früher, als ich noch Witze neben Kirsten erzählen durfte. Inzwischen hat sie gesagt, über deine Witze lache ich nicht mehr. Das kann ich auch verstehen. Im Laufe der Jahrzehnte kann man über die Witze des anderen schmunzeln, ne? Ja. Da gibt es ja den berühmten Witz von den beiden Dinosauriern, ne, warum sie ausgestorben sind. Egal, den erzählt Kirsten viel besser. Und dann gibt es noch den wiederkehrenden Witz, den wir nicht erzählen, weil es noch nicht vor 22 Uhr ist. Aha, ja, das sind meine Witze. Du Nee, hast aber sicher noch andere Witze im Programm. es sind nicht jugendfrei. Aber, meine Lieben, es ist kein Witz, dass es immer wieder Spaß macht, mit Kirsten diese Sendungen zu machen, denn wir leben auch von euren Feedbacks. Und wenn ihr euch erinnert, wie wir begonnen haben vor jetzt 2,5 Jahren, ne? Da war das alles noch ein bisschen uneleganter. Inzwischen hat das Kirsten wunderschön hingekriegt und wir freuen uns immer über das Wochentagesgrupp, denn ich finde, wie du es so immer so schön sagst, Ruhe, es ist Wochentagesgruppzeit. Genau, und jetzt fangen wir auch an. Ich weiß gar nicht, warum du so getrödelt hast. Ja, das ist so mein Talent. Also, ich beginne einfach mal erstmal mit dem Klang. Ja, aber mit dem Klang. Ach so, wir müssen natürlich noch vorstellen, welches Deck wir benutzen. Ich klingel gleich nochmal. Ich habe beschlossen, Rui hat mir dann netterweise zugestimmt, das Stillschweigend. Pythia-Tarot zu nutzen, das ich ja vor kurzem geunboxt habe. Und ich finde, auch das hat märchenhafte Motive. Es geht hier ja um Mythen in diesem Deck. Mythen und Märchen liegen dicht beieinander. Und dann deswegen nehmen wir das jetzt. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Deck haben wollt, schaut euch das Unboxing von Mittwoch an. Und nun, lieber Rui, läute ich noch einmal die Glocke. Das Zeichen. Und bringe das Zeichen, du darfst noch nicht umdrehen, weil ich muss ja noch was zur Astrologie Ja, dann. sagen. Ja, liebe Widder, nun seid ihr endlich dran und ihr habt es vernommen, euer Herrscher Mars bleibt rückläufig in den Zwillingen, das bremst eure Energie etwas aus. Gleichzeitig ist ja auch Jupiter wieder aus eurem Gesichtsfeld entfernt und kommt aber Richtung 20. Dezember noch einmal zu euch und dann schöpft ihr widdermäßig richtig aus dem Vollen für ein halbes Jahr. Bis dahin spendet euch ab Mittwoch und dann ab Donnerstag Venus und Merkur Mut. Die beiden sind dann im Schütze, Feuerzeichen wie ihr,
gibt euch Kraft und Energie und vielleicht auch den einen oder anderen angenehmen Flirt. Also ganz so schlecht sieht es nicht für euch aus in der kommenden Woche. Das Mars-Neptun-Quadrat am Samstag könnte dann etwas anspruchsvoller sein für euch. Also achtet wirklich gut darauf, welchen Träumen ihr noch nachhängen wollt und welche ihr einfach loslasst, um sie durch realistischere zu ergänzen. Das ist das, was ich aus der astrologischen Sicht euch sagen kann. Und Rui wird nun eine Karte dazu euch zeigen. Und hier, liebe Wiedergeborenen, ist sie, Ui. Eure Karte für die nächsten Tage. Und wir sehen schon das, was Kirsten angedeutet hat, ist jetzt auch da. Nämlich, wir sehen hier diese tolle Karte, wir sehen hier diesen Zustand, den Kirsten genannt hat, nämlich, dass wir unser Paket, unseren Lebensrucksack tragen sollten und die 10 Stäbe, wenn man genau hinschaut, werden diesmal ein bisschen kreativer vorwärts bewegt, nicht so wie wir sie von Wade Smith kennen, so gestäubt vor sich, sondern die sind jetzt schon am Rücken gedreht, aber wir sehen auch die Last. Und damit ist auch gemeint, zügelt euer Feuer, erlaubt euch, diese Kraft mal anders umzusetzen. Vielleicht kriegt ihr das auch hin, dass ihr euch mal ein bisschen zurücknehmt, denn ihr seht schon, wenn ihr es schafft, diese 10 der Stäbe gut nach Hause zu bringen, dann kommt ihr gut durch den Winter. Und das ist auch so der Hinweis für euch in den nächsten Tagen. Ja, interessant. Ich habe dazu jetzt nichts zu sagen weiter. Vielleicht sagst du einfach noch... Kirsten, nichts zu sagen, das möchte ich mal ja mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Liebe Wiedergeborenen, dies waren unsere Worte für die nächsten Tage für euch. Jetzt müsste ich sagen, sehr schön, Ruhe. Muss ja nicht immer sein. Als nächstes kommt der Stier an die Reihe. Und für euch, liebe Stiere, ja, was gibt es da zu sagen? Ihr habt es gehört, eure Herrscherin Venus geht am Mittwoch in den Schützen. Das ist für euch eine angenehme Energie. Also Venus ist ja gerade in eurem Gegenzeichen unterwegs. Das ist eigentlich auch nicht so unangenehm. Es bringt für euch Flirts, es bringt das Thema der Liebe in irgendeiner Form für euch nach vorne. Aber im Skorpion ist es halt dann doch manchmal etwas zu leidenschaftlich für eure, ja, für eure Sinne und außerdem vielleicht auch etwas düster. Wenn jetzt Venus in den Schützen reist, dann wird das Ganze fröhlicher, lebendiger. Trotzdem verliert es nicht an allzu viel Leidenschaft. Also eigentlich positive Aussichten für euch. Uranus, ja, der ist weiter in eurem Zeichen aktiv. Im Augenblick rückläufig, der tut euch jetzt gerade nichts. Also sieht es eigentlich in der kommenden Woche recht gut für euch aus. Lasst uns doch mal schauen, was Rui dazu für eine Karte gezogen hat. Und hier ist sie. Mhm. Die Kraft, die 8 im Tarot von Wade Smith. Hier ist sie auch als 8 dargestellt. Weniger diese weibliche Kraft, sondern ja, hier könnte man sich eher an diese Sagengestalt des Herakles erinnern, der da den Löwen bändigen muss. Und ja, er erlaubt sich, das Maul des Löwen so weit zu öffnen, ja, dass da die Chance klein wird, dass der Löwe noch zuschnappt, anders als wie es wir von anderen Karten kennen, wo der Löwe liebevoll auf die Nase getätschelt wird. Und das zeigt auch schon ein bisschen diese männliche Kraft, die in der Bildsprache dieser Karten auffällt. Im Hintergrund sehen wir das, wo ihr eigentlich hinkommen könnt, liebe Stiergeborenen, nämlich hin zu eurem Tempel, hin zu eurem auf dem Berge errichteten Heim. Und wann, wenn nicht jetzt mit dieser Kraftenergie, wäre es denn für euch toll, aufzubrechen, um anzukommen.
Ja, ich finde das interessant, dass das hier so eine männliche Energie ist. Herakles wird ja auch öfter mal für die Kraft verwendet, manchmal auch Samson. Und der Stier ist ja eigentlich eher ein, ja, phlegmatisch möchte ich nicht sagen, aber ein sehr bequemes Zeichen. Ne? Ich würde sagen, vielleicht auch dadurch, dass Venus jetzt das Zeichen wechselt, bekommt ihr wirklich einen ordentlichen Kraftschub, um was umzusetzen. Ja, und dies waren unsere kraftvollen Worte für alle im Tierkreiszeichen Stiergeborenen. Danke sehr. Als nächstes sind die Zwillinge an der Reihe. Und liebe Zwillinge, ihr wisst ja, Mars ist rückläufig in eurem Zeichen unterwegs. Ihr werdet jetzt immer wieder an Themen erinnert, die vor 8 Jahren bei euch gearbeitet haben, wo es um Durchsetzung ging, darum ging, sich ja in einer Weise vielleicht auch mit Aggression auseinanderzusetzen. Oder aber es wird auch gerne gesagt, dass unter rückläufigem Mars frühere Verflossene wieder auftauchen und einem das Leben schwer machen können. Aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. Ich sag's einfach mal so. Auf jeden Fall wird es nicht langweilig unter rückläufigem Mars, das ist zu garantieren. Und dass Merkur, euer Herrscher, jetzt am Donnerstag auch noch das Zeichen wechselt, ist für euch natürlich auch noch von großer Relevanz. Er ist wieder schneller unterwegs. Es ist das Gegenzeichen von euch. Venus ist ja jetzt ja auch dann in eurem Gegenzeichen ab Mittwoch. Also bei euch ist einiges Lebendiges gerade am Werk. Auch das Mars-Quadrat mit Neptun, davon seid ihr natürlich auch betroffen, denn Mars ist ja in eurem Zeichen. Für euch heißt das ja auch darauf achten, genau wie der Widder, welche Träume haben jetzt Sinn, welche nicht. Und gerade wenn es um Verflossene geht, da schaut mal lieber, ob es wirklich realistisch ist, mit dieser Person wieder etwas anzufangen. Das ist das, was ich euch astrologisch mitgeben kann. Und Rohe zeigt uns jetzt die Karte, die dazu passt. Siebender Kelche. Ja, wenn ich so eben die Möglichkeit habe, mich meiner Fantasien zu widmen, kann es auch passieren, dass wieder das kommt, was ich mir mal erträumt habe. Und dieser Traum wird dann Realität. Und dann stellt sich heraus, dass der Traum gar nicht so schön ist, wie ich es mir mal ausgemalt habe. Und darum sollte man sich gut überlegen, was man sich wünscht. Für mich sitzt dieser kleine Halbgott da zu sittsam unter diesem Torbogen. Also, ihr könnt mir vorstellen, der steigt gleich mal auf und spielt ein bisschen mit den Kelchen rum, wechselt die einzelnen Positionen, dreht sie her, dreht sie hin. Also, für mich ist das schon eine sehr spielerische, tolle Hinwendung zu den Energie der sechs der Stäbe. Also sieben der Stäbe, Entschuldigung. Siebener Kelche. Ja. Ja. Ich finde es wichtig mit den Sieben der Kelche, weil das ist die Karte, die gerade laut den Regeln des Golden Dawn die aktuelle Zeitqualität bestimmt. Und dazu habe ich ja auch jetzt gestern war das im Hofkartenimpuls etwas gesagt. Und ich finde, das hast du noch mal schön auf den Punkt gebracht. Also die Träume, die man hatte, sind vielleicht gar nicht so toll, wenn sie real werden, ne? Auch wenn man sich in seiner Fantasie immer das Schönste ausmalt, aber dann kommt man halt in die Realität und dann schaut die ganze Geschichte anders aus. Ja, sowas Ähnliches habe ich gestern auch gesagt. Wie gesagt, schaut euch das gerne noch mal an. Gerade für euch Zwillinge scheint das eine wichtige Nachricht zu sein. Und dies waren unsere traumhaften Worte für alle im Tierkreiszeichen Zwillingeborenen. Sehr gut. Wir schreiten voran im Tierkreis und sind nun beim Krebs gelandet. Liebe Krebse, für euch ist gerade noch die Skorpionenergie von Vorteil. Sie hilft euch, noch mehr in eure Gefühle zu kommen, als ob ihr mehr Gefühle braucht. Aber tatsächlich macht sie euch noch empfindlicher für Gefühle,
als sonst. Wenn Venus und Merkur dann den Skorpion verlassen, wird es für euch vielleicht, wenn ihr nicht immer so schöne Gefühle habt, etwas leichter werden. Ihr werdet etwas leichtherziger. Es ist jetzt gerade weder Voll- noch Neumond in der kommenden Woche angesagt. Von daher habt ihr eigentlich eine ruhige Zeit. Ich kann mich entsinnen, dass ihr in der letzten Woche nicht die schönste Karte hattet. Das war die 3 der Schwerter, ich entsinne mich. Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir euch heute nicht was Schöneres mitgeben können. Die 4 der Schwerter. Ja, soll ich, hier ist sie. Ah. Ass der Pentakel. Das ist schön. Aber spannend, ne? Dass wir hier bei diesem Ass jetzt einen Apfel haben. Um klar zu werden, welches Wachstumspotenzial da ist. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, ich habe das ja geunboxed, ist das der, verweist das auf Demeter, ne, die ja, ja über Fruchtbarkeit regiert und herrscht. Und das ist ja eigentlich etwas sehr Vielversprechendes. Ja. Und ich finde es cool, wie der Apfel gehalten wird. Also, das ist so richtig so, hey, schaut mal her, diese Frucht habe ich kreiert, habe ich mitgebracht und da ist sogar noch ein Blättchen drauf, also finde ich ganz schön. Ja, und was meinst du, bedeutet das? Die Krebse könnten, sollten, dürften sich, nachdem sie ja jetzt eine Woche durch haben, wo sie sich doch ein bisschen ja, dem Unangenehmeren gewidmet haben, den intellektuellen Herzschmerz, dürfen wir jetzt aufatmen und dürfen sagen, so, jetzt beginnen wir zu sehen, zu pflanzen, nachdem wir in der letzten Woche doch uns nochmal an der Innenschau beteiligen durften. Ja, und Demeter fällt mir dazu noch ein, ist ja die Mutter in der griechischen Mythologie. Ja. Und der Krebs wird auch mit den mütterlichen Themen verbunden. Also welches Baby tragt ihr in euch? Was wollt ihr zum Wachsen bringen? Was brütest du aus? Ne? Ja, wäre auch noch ein Thema, was man damit verbinden kann. Und das sind unsere wachsenden Worte für all jene, die im Tierkreiszeichen Krebs geboren sind. Sehr schön. Damit sind wir beim Löwen gelandet und liebe Löwen, ja, für euch ist es sehr angenehm, wenn Venus am Mittwoch in den Schützen reist, Merkur ihr am Donnerstag folgt, denn für euch bedeutet das, dass wieder Feuerenergie aktiv wird. Mit dem Skorpion, da seid ihr nicht so ganz grün, der ist euch ein bisschen zu, ja, offensiv, nicht offensiv, ihr habt es ja lieber gerne. Wenn ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, beim Skorpion wisst ihr das immer nicht. Von daher ist es halt sehr angenehm, wenn ihr wieder mit so einem frontalen Krieger wie dem Schützen es zu tun bekommt. Ihr bekommt reichlich Energie, Kraft und Dynamik. Und wenn dann bald auch die Sonne in den Schützen geht, das ist ja nur noch in 10 Tagen, das ist in 10 Tagen soweit, dann könnt ihr es richtig aus dem Vollen schöpfen. Aber ich bin mir sicher, dass Rohi euch auch für die kommende Woche eine gute Karte mitgibt, oder? Huch. Ja, 6 Schwerter. 6 Schwerter. Ja, mal eine andere Darstellung. Ne? Also haben wir so einen Gondoliere, der auf die Stadt zu schippert. Und der zeigt ganz klar, wir haben das ruhige Gewässer erreicht. Der griechische Gondoliere. Ja, ich überlege gerade, ob das Charon sein könnte. Was meinst du? Ja. Darf ich mal kurz... Ja, klar. Ja, ich denke, das ist Charon, der zur Totenstadt die Leute begleitet. Aber bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch eine andere Geschichte. Ja. Und hier setzen wir über hin zu unserer Heimat. Mhm. Ja. Und für den Löwe ist es halt Übersetzen zu der eigenen Heimat, ist halt immer Übersetzen auch zu der Bühne. Ist immer auch das Hinreisen zu, boah, da bin ich zu Hause, da weiß ich, wie ich mich fühlen darf, da weiß ich, was ich geben kann. Also von daher gesehen, sehr schöne Darstellung, auch das neugierige Kind, das schon so schaut, ne, wann sind wir denn da?
Und von daher gesehen, wunderbar schön und toll. Also mir fällt dazu noch ein, dass wir ja in diesem dunklen Skorpion sind und da diese Laterne leuchtet, ne, die vielleicht so dieses Schützige darstellt. Man könnte diese verhüllte Gestalt, die ja gerne als Frau interpretiert wird, auch als die Venus sehen, die sich bald enthüllt. Das Kind als Merkur, der wird ja immer gerne auch kindlich dargestellt. Also als würden die beiden jetzt so langsam den Löwen rausschippern, in eine Energie, die wieder mehr Lebensfreude ausstrahlt. Ja, und ihn dazu ermuntert, wieder auf die Bühne zu gehen. Ja, weil die letzten Karten war es immer so, halt dich ein bisschen zurück, geh in dich, lass jemand anderen an Primus Position. Und das ist ja hier nicht mehr gegeben, sondern hier ist Aufbruch, hier ist Veränderung, hier ist der Intellekt gefragt. Sehr, sehr schön. Und dies waren unsere Worte, nämlich die Ankommenden für alle im Tierkreiszeichen Löwe geborenen. Nun kommt die Jungfrau an die Reihe. Und, liebe Jungfrau, für euch ist es natürlich auch interessant, wenn Merkur das Zeichen wechselt. Ich frage mich, was das für euch bedeuten kann. Merkur ist jetzt im Schützen unterwegs. Der Schütze, der ist sehr dynamisch. Ihr seid jetzt nicht so unbedingt immer wild darauf, mitgerissen werden von etwas, von etwas mitgerissen zu werden. Aber wenn Merkur durch den Schützen reist, dann könnt ihr sehr klar Wahrheiten erkennen, die euch vorher vielleicht verborgen sind. Außerdem ist es natürlich relevant für euch, was am Samstag geschieht, wenn Mars sich im Quadrat mit Neptun in eurem Gegenzeichen trifft. Auch dieses Thema Traum und Illusion unterscheiden betrifft euch in der kommenden Woche ganz besonders. Und von daher finde ich es sehr interessant, was Rui für eine Karte euch dazu gibt. Ja. Ja, das Ass der Stäbe. Und hier haben wir Aufbruch. Hier haben wir den powervollen Macher. Hier haben wir den, der uns weiterbringt, der uns antreibt mit dem Stückchen. Und ich glaube, wenn du eben, so wie du gesagt hast, eben, dass dieser Mars jetzt neue Schwingungen bekommt, dann haben wir hier schon den Hinweis darauf. Und dann haben wir auch schon die Kraft der Durchsetzung und die Kraft der Überzeugung. Ja, also ich finde auch, das könnte gut diese schützige Energie sein, die euch jetzt nochmal motiviert, neue Sachen anzufangen. Ja, und die auch genau weiß, wenn ich die Sache anfange, dann bringe ich sie auch gut zu Ende. Ja, wollen wir es hoffen. Auf jeden Ja, doch, doch, Ja. weil, ja, weil da ist jetzt eben Feuerenergie drin. Ja, wobei das Feuer ja nicht dafür berühmt ist, die Dinge zu Ende zu bringen. Aber vielleicht, dadurch, dass die Jungfrau ja so geerdet ist, kann das ganz Darum gut sage ich, das klappen. kann jetzt mit der Jungfrau, mit der Erdung gut funktionieren. Ja, finde ich auch sehr gut. Und dann würde ich sagen. Dies waren unsere feurig anspornenden Worte für alle im Tierkreiszeichen Jungfrau geborenen. Sehr schön. Ja, ich glaube, du hast eine kleine Pause verdient, lieber Roé, und trinkst vielleicht mal etwas. Ganz genau. Cheers. Und auch ich werde das tun. Ich habe natürlich schon ein bisschen vorher was genommen. Also was zu trinken, nichts anderes. Und freue mich jetzt darauf. Ich glaube, wir haben nichts Dramatisches Neues zu erzählen oder so. Ne? Nö. Reisen wir einfach weiter durch den Sehr Tierkreis. schön. Und als nächstes kommt, wie du weißt, die liebe Waage an die Reihe. Da haben wir sicher schon den einen oder anderen Wunschkandidaten für eine schöne Karte. Naja, prinzipiell wünschen sich ja alle Leute immer gute Karten. Du hast es ja bisher auch gut gemacht. Dankeschön. Auch für die Waage gibt es Bewegung, wenn jetzt Venus, die Herrscherin der Waage, am Mittwoch das Zeichen wechselt. Auch für euch bedeutet das mehr, ja, strahlende Energie in Sachen Beziehungen, in Sachen Selbstwert, in Sachen sich selbst ausdrücken, finde ich wird euch wahrscheinlich gut unterstützen. Mars in den Zwillingen, ja, euer Planet, der quasi euer Gegenzeichen
beherrscht in einem luftigen Zeichen. Es könnte ein bisschen herausfordernd werden, dieses Quadrat, das ihr dann zu Neptun bildet. Aber ich glaube, es betrifft euch nicht so sehr wie zum Beispiel die Zwillinge, den Widder oder die Jungfrau. Beobachtet einfach auch mal, was am Samstag geschieht. Und ansonsten solltet ihr eigentlich weiter eine relativ ruhige Kugel schieben können. Roy wird uns jetzt gleich mal zeigen, welche Karte... Welche Kugel es sein wird, die ihr schiebt. Ah, wieder eine Schwertkarte. Ja, eine Stabkarte. Stab? Of Wands. Ah, oh, ich dachte, ich sagte, das sei Schwert, guck mal. Nee, Of Wands. Aha. Ja. Icarus. Icarus, genau. Ja, da hinten sieht man Daedalus, der tiefer fliegt. Ne? Der hat eine andere Lande, der hat eine andere Flugbahn zugewiesen bekommen. Waage Geborene haben diese Woche eben die Möglichkeit, frei zu fliegen. Und zwar frei zu fliegen von ihren eigenen Kräften, frei zu fliegen von ihren eigenen Anlagen, die einen oft auch binden, die einen oft zurückhalten, die einen gar nicht mehr die Möglichkeit geben, kreativ zu sein. So, und Icarus und Daedalus waren kreativ, die haben sich aus Wachsflügeln gebaut, die haben abgehoben, die haben da wirklich wahrscheinlich die ersten Flugpioniere dieser Erde. Aber Icarus hatte da nicht so viel Glück mit, ne? Ja, ja, klar, eben andere Flugbahn zu hoch und dann ist schon passiert. Ja, das Berühmte, wärst nicht draufgestiegen, wärst nicht runtergefallen, ist hier eingetreten. Und wir werden auch gewarnt, nicht überschwänglich, übermütig zu werden. Ja, das finde ich passt sehr gut. Ja. Es passt natürlich auch zur Schütze-Energie, ne? Weil gerade der Schütze ja auch mal übers Ziel hinausschießt. Ja, Venus auch, geht jetzt in den Schützen. Und wenn man das so hernimmt, ne, warum konnte der fliegen? Weil er kreativ war, ne? Weil er Wissen hatte. Ne? Wenn du jetzt zum Schützen hast, dann hast du das Wissen. Also von da gesehen, passt es auch sehr gut zusammen. Ja, also nehmt den Schwung mit. Das ist ja eigentlich ein bisschen eine Energie, wie wir es auch bei der Jungfrau gehabt haben, ne? Mit dem Ast der Stäbe, aber schaut, dass ihr nicht zu hoch fliegt. Ganz genau. Ja, und das waren unsere luftigen Worte für alle Waagegeborenen. Und damit gehen wir zu unserem Geburtstagskind über. Und liebes Geburtstagskind, lieber Skorpion, noch 10 weitere Tage darfst du feiern. Weißt du übrigens, dass heute, also gestern, dann der Pablo Röhrig Geburtstag hat? Ja, natürlich weiß ich, dass Pablo Röhrig Geburtstag hat. Der war gestern ja auch schon in einer Überlegung mit drinnen. Vielleicht mache ich mal wieder was mit ihm. Oh, das fände ich schön. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht darf ich ja dann sogar mitmachen, aber das ist ein anderes Blatt. Vielleicht darfst du mitmachen. Wir werden mal schauen, ob dich der Pablo noch mitmachen lässt. Liebe Skorpione, noch bis Mittwoch habt ihr wirklich viele Planeten in eurem Zeichen und richtig viel Action. Da geht es auch durchaus ans Eingemachte, denn der absteigende Mondknoten, der jetzt schon einige Zeit durch euer Zeichen reist, das macht er noch bis nächstes Jahr Frühjahr. Der wird jetzt nochmal ordentlich aktiviert, holt alten Kram hoch und gleichzeitig wird diese Energie jetzt weniger. Am Mittwoch, ihr habt es gehört, geht Venus in den Schützen, am Donnerstag Merkur. Allmählich verlassen euch die Planeten. Das ist keine Drohung, das ist vielleicht auch ganz angenehm, obwohl Venus hat man ja gerne bei sich und Merkur auch. Auf jeden Fall nutzt doch noch die Zeit bis Mittwoch, um Sachen unter Dach und Fach zu bringen, die ihr jemandem erklären wollt. Stärkt euren Selbstwert noch einmal, atmet tief durch und dann nutzt die restliche Zeit eurer Geburtstagsphase, um euch zu feiern. Und Roy gibt euch den Grund dafür, warum ihr feiern dürft. Troja? König der Schwerter. Ja, Troja, ja. Überlegung, List, Tücke, aber auch großartige Ingenieurskunst, großartige Ideen. Ne? Also das muss man erstmal hinkriegen, dass ein Pferd Odysseus, ja. So baut, dass euer trojanisches Pferd in die Stadt reinkommen kann. Also von daher großes Kino. Das ist eigentlich auch eine Skorpion-Qualität. Also Odysseus wird ja
gerne als der Listige gefeiert, ne? Aber dieses mit dem trojanischen Pferd, das war ja schon eine Skorpionnummer eigentlich. Das war eine Skorpionnummer. Das war eine Skorpionnummer. Also so Bingo, wir bringen euch, weiß ich, 30, 40 Leute in die Stadt und wenn ihr schläft, dann geht die Klappe auf, dann werden die Tore geöffnet und ihr seid im... Hättest du dir auch ausdenken können, ne? Ja, es war von mir. Nee, Spaß beiseite. Liebe Skorpionsgeborene, liebe noch Geburtstagskinder, überlegt euch doch nochmal, wo könnt ihr mit List, aber nicht mit Tücke, noch schöne Dinge bewirken? Also ich finde wichtig, dass hier gerade diese merkurische Qualität nochmal betont wird. Ne? Und Odysseus war halt ein sehr kluger Stratege. Ihr habt halt jetzt noch ein gutes Zeitfenster, um Strategien klarzukriegen, wie ihr im kommenden Jahr für euch vorankommen wollt. Das wäre etwas, was mir dazu einfällt. Und ja, ansonsten gebe ich dir recht. Und König der Schwerter hat natürlich intellektuell alles drauf. Immer. Also, liebe kluge Skorpione, viel Spaß mit diesem sehr klugen König. Ja, und dies waren unsere klugen Worte für alle Geburtstags-Skorpion-Kinder. Wir nähern uns allmählich dem Ende dieses Wochentaroskops. Jetzt kommt das letzte Feuerzeichen an die Reihe, der Schütze. Und ihr merkt, dass das Wort Schütze habe ich heute schon ziemlich oft erwähnt, weil am Mittwoch Venus zu euch kommt, liebe Schützen, und am Donnerstag Merkur. So langsam kommt eure Geburtstagszeit in die Gänge. Tatsächlich ist seit gestern auch der König der Stäbe aktiv, der König der Stäbe. Laut den Regeln des Golden Dawns. Nein, nicht der König, der Ritter, der Ritter der Stäbe. Und für euch bedeutet das, dass ihr jetzt langsam richtig viel Energie bekommt, Selbstvertrauen, wieder die Möglichkeit, besser zu kommunizieren. Der Mars in eurem Gegenzeichen, Zwillinge, der zieht euch manchmal ein bisschen runter, aber mit diesen beiden Kräften, da ist Power für euch angesagt und Ruhe zeigt uns, dass ich recht habe. Ja, Knight of Swords, ne? Der Ritter der Schwerter. Ja, liebe Schützegeborenen, was könnte euch Besseres passieren, als wie dieser, ich möchte nicht sagen, er sitzt auf dem Einhorn, nee, er sitzt auf dem Pegasus und er zeigt euch ganz klar, wo es hingehen kann. Also für mich eine sehr schöne Darstellung von dem Ritter. Und auch mit dem Blumensträußchen, was er da im die Medusa. Blumensträußchen, was er da oben hat. Na, da kann man alles... Ja, das weiß ich doch nicht. Kann man da natürlich vieles machen. Aber ganz wichtig, na, wir haben hier den Intellekt, wir haben hier das geflügelte Ross, wir haben hier die Geschwindigkeit. Und das beflügelt natürlich auch den Schütze, der das so gerne intellektuell wahrnimmt. Ich finde, das ist eine sehr schöne Darstellung einer Schütze-Energie. Also es soll ja Perseus sein, ne? Und Perseus hat Medusa enthauptet. Das Medusa ist schon eine sehr skorpionische Energie mit den Schlangenköpfen auf ihrem Haupt. Und er nimmt jetzt diese Kraft der Medusa, diese skorpionische Energie, genau wie Venus und Merkur sich jetzt aufgetankt haben mit dieser Skorpion-Energie und zieht sie ins Licht. Und genau das könnt ihr auch tun. Ja, und dies, liebe Schützegeborenen, waren unsere wortgewaltigen Ansagen für die nächsten Tage. Ich finde auch deine Wortgewalt immer wieder beeindruckend. Und gehe zum Steinbock über. Zum geliebten Steinbock. Der Steinbock, das letzte erdige Zeichen im Tierkreis. Aber nicht das Unwichtigste. Und lieber Steinbock, ja, für dich ist gerade tatsächlich astrologisch gesehen nicht so viel los. Weder das Quadrat von Mars und Neptun, noch die Bewegungen von Venus und Merkur verändern jetzt wahnsinnig viel in deinem aktuellen Leben. Ich weiß, du hattest letzte Woche den Gehängten oder die Gehängte gezogen, da war der Christopher übrigens dann schuld. Jetzt schauen wir mal, ob Ruhe dem Steinbock nicht eine dynamischere Karte spenden kann.
Nein. Da ist sie. Oh. Na gut. War dicht dran. Ist dynamisch. Ist dynamisch. Wir haben fünf der Schwerter. Und wir haben hier ganz klar den Auftrag, uns weiterzuentwickeln. Und ich finde, auch wenn wir so im ersten Blick sagen, oh Gott, was ist denn da passiert? Wo sind denn die beiden Jungs reingeraten? Ja, die sind genau dort reingeraten, wo man sich so ertappt fühlt, wenn man eine Kommunikation nicht richtig aufgezogen hat. Und darum wäre ihr jetzt, liebe Steinböcke und Steinböckinnen, angesagt bei euch, dass ihr euch diese neue Form der Kommunikation verinnerlicht. Weißt du, was ich glaube? Das da hinten ist der Christopher, ich bin das da vorne, du bist der, der tröstet, weil der Christopher mir jetzt immer verbietet, meine alten Thumbnails zu benutzen. Und das macht mich ganz traurig. Ja, und ich tröste dich und sage dir, braucht man doch eh nicht, wir machen ganz neue. Genau, und der Christopher hat nämlich gesagt, dass jetzt Schluss mit lustig ist, wo wir Teil der Geheimnisakademie sind. Und deswegen, bin ich traurig, aber hat er dann auch nicht immer Glück. So sieht's aus. Genau, und ich tröste dich wieder, weil schlussendlich muss ich auch ihn wieder trösten, bevor er das Schwert über uns tobt. So sieht's aus. Aber für alle anderen Steinböcke ist natürlich das relevant, was Roy gerade gesagt hat. Na, ich finde auch, fünf der Schwerter hat immer was mit Neuanfang zu tun, ja. Nachdem man festgestellt hat, dass es doch nicht so funktioniert, wie man sich vorgenommen hat. Mit neuen Ideen. Mit neuen Ideen ansetzen. Und ja, Christopher, wir reden auch nochmal. Jetzt, wo du sagst, sehe ich ihn nur mehr so mit einem Schwert dastehen. Ich finde, der sieht aus wie der Christopher. Guck doch mal. Das ist ja eigentlich der Christopher. In Tat und Wahrheit schaut der Christopher nämlich so aus. Gut, liebe Steinböckinnen und Steinböcke, bevor wir jetzt da jetzt zum Schabernackeln anfangen, dies waren unsere geschliffenen Worte für die kommenden Tage. Ganz genau. Damit geht es zum Wassermann. Ich weiß, dass die Frauke schon ganz aufgeregt ist und sich auf ihre Karte freut. Ja, liebe Wassermänner, was ist für euch wichtig? Mars rückläufig in den Zwillingen. Saturn wieder direktläufig in eurem Zeichen. Nicht mehr lange, im März wechselt er das Zeichen, aber im Augenblick ermahnt er euch wirklich noch mehr zu manifestieren. Und Mars rückläufig in den Zwillingen, vielleicht auch den einen oder anderen Fehler zu beseitigen, der euch aufgefallen ist in den letzten Wochen und Monaten, wo doch eher ein wenig Stillstand bei euch geherrscht hat. Das Quadrat am Wochenende ist für euch jetzt nicht so von Belang. Merkur, mit dem ihr ein gutes Verhältnis habt, der geht ja in die Schützen, bringt euch neue Ideen, Idealismus und Tatkraft und Ruhe bringt euch die passende Karte dazu. Huch, ganz andere Farben. Ja. Der Wagen. Ah, die beste Karte überhaupt. Die beste Karte. Ja, ich werde jetzt nicht mehr sagen, schau mal, der Wagen, auch wenn es der Teufel ist. Liebe Wassermänner oder im Wasser, Sonnenzeichen Wassermanns geborene. Mit dieser Aufbruchkarte ist eigentlich schon vieles abgefrühstückt. Ihr dürft euch nämlich halt eure negativen und positiven Energien annehmen, um dann diese auch wieder zuzumachen und zu löschen. Ich finde, mit diesem Aufbruch wird nochmal klar, dass die Wassermänner jetzt ihre Kreativität wirklich rausbauen müssen. Dass sie es können, ist keine Frage. Dass sie es sollen, auch. Und jetzt seid ihr an der Reihe, tut es. Mir fällt dazu noch ein, dass das ja Ares sein soll, also Mars. Ne? Ich habe gerade vom rückläufigen Mars erzählt. Hier ist ja eine sehr starke drängende Energie, auch durch die Farbgebung. Und dass es vielleicht wirklich darum geht, jetzt voranzumachen. Aber denkt dran, Ungeduld ist auch ein Problem des Wagens, ebenso wie des rückläufigen Marses. Also
Struktur, vorwärts manifestieren, aber ein bisschen sorgfältig dabei bleiben. Und was ja für den für den Wassermann klar ist, dieses strukturiert sein. Ne? Mhm. Und dann ganz genau. Unsere unterstützenden Worte für alle im Tierkreiszeichen Wassermann geborenen. Iris, bist du da? Ja, und jetzt brauchen wir nur noch eine gute Karte. Ne? Jetzt brauchen wir nur noch eine gute Karte für die Fische und dann kommen wir wirklich zum Ende des Wochentaroskops, allerdings natürlich nicht ohne den Schnelldurchlauf noch einmal zu erleben. Ja, liebe Fische, was soll ich sagen? Neptun ist in eurem Zeichen weiterhin beschäftigt und wird am Samstag nochmal richtig sich bemerkbar machen, wenn er ein Quadrat mit Mars eingeht, rückläufig. Gleichzeitig ist der rückläufige Jupiter jetzt wieder gut in eurem Zeichen. Ihr werdet also wirklich zurückgeworfen auf den Frühling, auf den Anfang eures neuen oder gerade aktuellen Lebensjahres und ja, werdet vielleicht nochmal damit konfrontiert, wo ihr ein wenig nachlässig wart beim Umsetzen eurer Träume. Die Fische sind ja tendenziell nicht so das Zeichen, das immer gerne was anpackt. Genau. Wir sind natürlich beide komplett die Ausnahme. Bestätigen die Regeln. Genau. Aber es ist jetzt für euch, glaube ich, ein Weckruf am Samstag, noch das Ruder rumzureißen, wenn ihr etwas wirklich, wirklich gerne umsetzen möchtet. Und dann gebt doch jetzt einfach Gas. Ihr kriegt da deutliche Zeichen am Samstag, da bin ich mir sicher. Und Roy setzt jetzt noch eins drauf mit der guten. Oh, na gut, das wird ein Weckruf, sag ich dir. Was hast du gegen neuen Kelche? Naja, die sind jetzt auch nicht so dynamisch. Nee, sehe ich nicht ganz so. Liebe Fischinnen und Fische. Mit dieser Karte zeigt sich ganz klar, dass ihr chillen könnt. Ja, also das ist gar kein Thema. Dass ihr chillen wollt, ist auch kein Thema. Und jetzt ist nochmal die Sache, wann chillen wir jetzt endlich? Mhm. dieses so entspannte, da sitzende Menschlein im Hintergrund mit einem sonnendurchfluteten Baumgebiet, mit den aufgestellten Kirchen und ist natürlich dieses Sonnenzeichen im Moment besonders prädestiniert, seine Freude zu leben. Und wir gehen ja eigentlich in diese ruhige Adventszeit jetzt dann rein, aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem freudig, dass man nicht trotzdem kreativ und dass man nicht trotzdem diese Kelche schwingen darf. Erinnere dich, die 9 ist eigentlich nichts anderes wie eine dreifache 3. Und die dreifache Kelche-Karte hat ja auch mit Freude zu tun. Also finde ich, dass hier die Fische sehr wohl sich freuen dürfen, um dann auch wirklich die Freude im neuen Jahr auch wieder weiterzutragen. Wie so die berühmte Laterne. Na gut, dann genießt noch ein wenig, liebe Fische. Wenn Saturn in euer Zeichen geht im März, ne, dann ist es Schluss mit lustig auf jeden Fall. Von daher, bis dahin geht noch viel Wasser die Elbe runter. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Ort, wo wir waren damals, als wir den ersten Urlaub nach Kurzgeburt gemacht haben. Mhm. Weißt du noch? Ja. In der Türkei war das. Das hatte auch so ein Panorama. Ja. Da hatten wir genau dieses Gefühl, glaube ich, der Neuen der Kelche. Ne? Ja. Das war wirklich das toll. Das war schön. Es war auch ein wunderbares Hotel. Ja. Ganz tollen Pool. Eine Glaswand am Ende und wenn du dort hingeschwommen bist und so ein bisschen geguckt hast, hattest du auch das Gefühl, der Pool endet irgendwo am Horizont. Ja. Das war ganz schön gemacht. Das war echt toll. Ja, fällt mir gerade ein. Gut, dann haben wir ja nichts zu tun in der kommenden Woche. Freuen und feiern. Ja, aber vielleicht gebe ich dir doch ein paar To-Do-Punkte. Mal gucken. Liebe Fischegeborene, das waren unsere entspannten Worte für euch und die kommenden Tage. Damit leiten wir die Errechnung der Quintessenz ein, auch von meinem Mann als Schnelli bezeichnet. Ich habe hier, Moment, gleich meinen Taschenrechner parat. Den Rechni habe ich. Zum Schnelli kommt der Rechni. Und da ist er. Oh, das ist falsch.
Muss da rechnen. Nee. Tja, rechnen. Ah, Okay, es geht los. Wir haben mit 10 Stimmen gestartet. Gegenüber zur Kraft mit 8. Hatten dann die 7 Kelche und das Ass der bin Pentakels. jetzt bei 26, Dann hatten wir die 6 Schwerter, 32, das Ass der Stäbe, 33, 0 und dann hatten wir nochmal 0 und dann hatten wir nochmal 0 und dann hatten wir 5 Das macht Schwerter. 38, Dann hatten wir den Wagen 45. und dann hatten wir 9. Kommen wir auf 54. Ja, Da sind wir wieder damit. bei der 9. Und dann suchen wir die 9 mal raus. So, bitte sehr. Die 9. Ja, ein bisschen schwierig zu erkennen. Sonne, Stern, Magier. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit schon mal euch überlegen, was das sein könnte, die 9. Aber inzwischen wissen wir ja, dass ihr alle schon ziemliche Experten geworden seid. Ja. Ich habe ihn. Sehr schön, dann kann ich ja aufhören mit Suchen. Hier haben wir ihn, den Eremit. Ja, hier wird er dargestellt als Saturn oder Kronos, ne? Herr der Zeit. Und das passt ja ganz schön dazu, dass gerade die letzten beiden Tierkreiszeichen, Fische und Wassermann, stark von von Saturn jetzt angefasst werden. Aber auch prinzipiell erinnert es uns daran, dass wir zum Jahresendspurt übergehen, Ja, oder? Was meinst du? ja. Und wir lernen auch, dass wir vergänglich sind, ja, dass Zeit nicht alles ist, sondern alles seine Zeit hat. Und natürlich sind wir jetzt noch in der Skorpionszeit, in der es tendenziell um Rückzug geht, um Vorbereitung auf die dunkle Jahreszeit. Und von daher denke ich, dass uns der Eremit allen ganz gut tun kann. Ich glaube auch, dass der Eremit für die nächsten kommenden Tage der Führer, der Seelenführer ist, den wir benötigen, um eben durch diese Zeit der geöffneten Schleier zu kommen. Finde ich auch sehr schön dargestellt. Ja, schaut aus, wie wenn er da Stand-up-Paddling machen würde, Ja, ne? oder auf so einem Skateboard. Skateboard steht. Und so, Das, ja, sieht richtig cool ja. aus. Und ich fahre die Milchstraße runter. Ja, finde ich schön gemacht. Ja, ihr Lieben, morgen ist Montag. Da gibt es eine mantische Mittagspause, diesmal mit uns beiden. Also schaltet unbedingt ein. Wir haben euch was Interessantes mitzuteilen. Und ansonsten denke ich, schicken wir euch jetzt in euren Sonntagsfeierabend. Genießt euer Wohlverdient. Wochenende. Sorry nochmal, dass wir es nicht live geschafft haben, aber ich denke, es war Ah, kein trotzdem Problem. unterhaltsam und Roy hat euch ja auch die ganze Zeit bespaßt. Vielen Dank für euer Dabeisein, für eure Kommentare. Danke, Kirsten, für die Technik und bitte vergesst nie, never give up. Indeed.